Hallo und herzlich willkommen bei Madhouse. Heute bei uns Constant Irie, zumindest ein Teil davon. Wer gehört da alle dazu? Also ich, der Sascha und der Haselnut, der Hagi, aber der ist heute nicht da. Und wir zwei vertreten uns. Was legst du so auf? Drum and Bass, Techno, alles so ein wenig gemischt eigentlich, so ein bisschen Jungle dabei. Heute eben reines Drum-Tech-Set mit ein bisschen Trap heute dabei. Und ab und zu ein bisschen Dub, aber nur ab und zu. Ich habe vorher gehört, ihr lernt ein bisschen aus quasi Veranstaltungen nicht mehr machen, sondern nur mal hosten. Wie kam es dazu? Eigentlich Glück gehabt durch Kraut und Ruhm, die was jetzt Element und Pressure machen etc. und so und gut dabei sind. Die buchen mich jetzt seit, glaube ich, 10, 12 Jahren, seit sie zuerst die Festel gemacht haben eigentlich. Und durch die lange Compilation, was wir immer gehabt haben mit Hans und so, sind wir halt dazu gekommen, der vertraut uns, es hat passt und wir haben sich die Schuhe dann angezogen. Haben noch nicht ganz passt, aber sind reingewachsen. Ja. Du stehst ja nur hinter Mikro? Nein, ich lege auf auch. Ja. Jetzt seit ca. 1,5 Jahren auf die Festel vom Hans Pressure Element. Und ja, ganz lustig, taugt mir recht. Ja, übst du immer nur am Festel oder auch daheim? Nein, ich spiele daheim auch. Ich spiele daheim für Drum and Bass, hauptsächlich Techno jetzt da. Und ja. Ja, quer durch die Bank ist ein wenig gemischt. Und möchtest du beim M7 bleiben oder willst du das jetzt? Mir ist das eigentlich wurscht, beides taugt mir recht. Wie gerade braucht wir, ne? Und was uns gerade zahlt, so machen wir es voll. Was war das für ein Kastel, das du vor allem da mitgehabt hast? Das war ein Sampler gewesen. Aber da haben wir das Steuergerät drauf gehabt. Mit dem hätte ich dann Defekte eben gesteuert, dass er Defekte beim Mischer hat. Wenn ihr hostet, dann seid ihr nur zu dritt, oder wie? Nein, wir haben schon ein paar gute Freunde. Der Microtech, der ist eigentlich von mindestens ist so halb bei uns dabei. Und wir haben halt dann immer eigentlich Headliners vom Ausland halt. Wir haben immer zwei fette Headliner und ein paar Leute aus Wien halt. Wicked Squad ist oft dabei. Schöne Grüße an Gerd. Und ja, so schubt man sich ein wenig rein. Und ist halt ganz interessant für uns, weil wir halt dann echt schnell und gemütlich Leute kennenlernen. So was halt uns selber recht sind eigentlich. Und ja. Wie ist das, ist das im Land? Hast du irgendwie das Gefühl, dass du so weg vom Schusssatz oder ist das völlig wurscht? Keine Ahnung, durch die starke Verbundenheit gerade und Ruhm fällt jetzt nicht so stark auf. Was jetzt schon weggefallen ist, seit ich umgezogen bin Richtung Salzburg raus, dass so kleine Bookings wegfallen. Aber ja, ist okay. So, dafür sind andere Sachen jetzt mehr im Kontext, ich bin jetzt mehr auf Produzieren heute, die letzte Tune war von mir selber, kommt jetzt bald aus auf Special Convoy. .fr, was ist ein Free-Download dann. So ein bisschen den Fokus da aufgesetzt und eben, wie gesagt, die ganzen Festeln selber machen, war für uns ein wenig schwierig, weil wir halt eigentlich immer im ländlichen Bereich bleiben wollten. Wir haben so Linz-West-Fleiß gemieden eigentlich, so, weil wir wollen halt das ein bisschen Tons auch zuziehen. Aber es war halt dann schwierig, dass wir dann einen richtigen Club gefunden haben etc. Da war dann wirklich viel Stress verbunden und durch die Hostings war es uns halt leichter, dass wir präsenter sind und halt auch, wie soll ich sagen, ohne selber viel Geld investieren, trotzdem Leute kennenlernen, große Festel machen, mit dabei sein und so und ja. Und danke, haben sie mal, gell. Also Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, komplett. Wie ist das mit anderen Crews? Seid ihr da, steht ihr in Konkurrenz zueinander oder ist das völlig egal? Also für mich ist das komplett wurscht. Mir ist das komplett egal. Jeder soll seine Mucke machen, jeder soll sein Ding machen. Und ja, hauptsächlich wir haben unseren Spaß, wir machen unser Ding. Und ja. Freuen uns immer, wenn wir mit anderen Leuten was machen können, also das ist wirklich cool. Eben mit Boyam Connected, Patek und keine Ahnung, was es jetzt auch tut. Ja. Danke fürs Vorbeikommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören, weil ihr solltet euch das Set unbedingt anhören. Ja. Und euch viel Spaß beim Party machen. Ja, danke. Ja. Ciao.